Wenn es um die SBB und ihre Leistung geht, dann hat jeder eine Meinung dazu. Einige pointierte Stimmen hat die SBB gleich selbst zusammengetragen. SBB hat ziemlich oft jetzt Verspätungen. 30 Minuten später, 60 Minuten später, unbestimmte Verspätung oder Ausfall. Am Morgen oder am Abend, wenn wir in die Schule gehen oder so, hast du fast nie Platz. WC stinkt bestialisch. Das ist zum Teil wirklich grusig. Unappetitliche Toiletten, Platzprobleme und Verspätungen, das nehmen viele wahr. Weniger offensichtlich, aber umso gravierender, sind die finanziellen Schwierigkeiten der SBB. Marcel Sigrist hat die Zahlen analysiert. Die schweizerischen Bundesbahnen fahren scheinbar ungebremst ins finanzielle Desaster. Die Aussichten sind düster. Insgesamt kann man sicher sagen, dass die finanzielle Balance in einer Schieflage ist, schon länger. Wir sind von dem her sehr froh, dass man das mal genauer anschauen will. Transparenz ist sicher auch mangelhaft bezüglich der Finanzflüsse. Die Öffentlichkeit nehme das kaum wahr, sagt Ex-SBB-Kadermann Kurt Lanz. Seit 2012 ist er in der Geschäftsleitung des Wirtschaftsdachverbandes Economy Suisse. Für ihn ist klar, bei den Finanzen der SBB laufe vieles schief. Zwar kommunizieren die SBB die angespannte Finanzlage, doch die Realität ist um einiges schlimmer. Für 2015 weisen die SBB ein Betriebsergebnis von 307 Millionen Franken aus. Dieses setzt sich aus verschiedenen Segmenten zusammen. Verluste schreiben Infrastruktur und Güterverkehr. Leicht im Plus sind die kalkulatorischen Positionen, Eliminationen und zentralisierte Dienste. Als große Ertragsbringer präsentiert werden der Personenverkehr sowie das Segment Immobilien mit einem Betriebsergebnis von 223 Millionen Franken. Soweit, so gut. Nur eine Randnotiz ist es den SBB wert, dass der Immobilienbereich aufgrund eines Bundesbeschlusses jährlich einen großen Teil der Einnahmen für die Sanierung der Pensionskasse abliefern muss. 2015 148 Millionen Franken. Realistischerweise müsste dieser Betrag auf Konzernebene abgezogen werden. Damit würde sich das Betriebsergebnis auf 159 Millionen Franken halbieren. Die Pensionskasse der SBB. Ein endloses Finanzloch. Mitverantwortlich ist die Politik. 1999 bei der Verselbstständigung wurde die Kasse ungenügend finanziert. In der Folge musste der SBB-Konzern Geld einschießen, etwa in Form von Darlehen. Ende 2015 waren die SBB bei der Pensionskasse mit 1,5 Milliarden Franken verschuldet. Dieses Geld muss das Unternehmen verzinsen und zurückzahlen. Das wird die SBB noch Jahrzehnte massiv belasten. Der Konzern muss fortlaufend weitere Löcher stopfen. 690 Millionen Franken überwies der Konzern allein dieses Jahr zur Abfederung von Renteneinbußen. Es scheint kein Ende zu nehmen. Was kommt jetzt da tatsächlich alles noch? Kann man das laufend mit den Kosten finanzieren oder mit den Einnahmen finanzieren, die man es vorgesehen hat? Oder kommt da jetzt tranchenweise immer wieder noch eine Nachzahlung? Denn damit würden sich die hohen Schulden der SBB noch weiter erhöhen. Seit Amtsantritt von Andreas Mayer stieg die verzinsliche Nettoschuld um 50% auf 8,8 Milliarden. Aus betriebswirtschaftlicher Optik ist die Situation heute schon alarmierend. Es ist eine zu hohe Schuldenlast eigentlich. Und es ist nicht ersichtlich, warum es nicht gelingt, die abzufahren, mindestens mal, dass sie nicht noch weiter ansteigt. Das Ziel müsste sogar sein, die Schulden können wieder abzubauen. Die SBB sagen, nun solle gespart werden. Gut 1 Milliarde Franken bis 2020. Doch nur ein Drittel davon entlastet das Betriebsergebnis. Das ist wenig. Zu wenig, um die Finanzen ins Lot zu bringen. In einem normalen betriebswirtschaftlichen Umfeld oder privatwirtschaftlichen Umfeld ist man unter einem permanenten Kostendruck und tut natürlich laufend immer überprüfen, wie kann man es noch schlanker machen. Das fehlt im Fall von der SBB, die entsprechenden Anreize. Die betriebswirtschaftliche Führung der SBB ist Aufgabe der Geschäftsleitung.
In den vergangenen Jahren hat sie diese vernachlässigt. Bei uns im Studio begrüße ich jetzt SBB-Chef Andreas Mayer. Guten Abend, Herr Mayer. Guten Abend, Herr Lipp. Herr Mayer, 8,8 Milliarden der Schuldenberg, macht Ihnen das keine Sorgen? Also ich finde es grundsätzlich einmal gut, dass mal eine Sendung unterstreicht, wie anspruchsvoll die finanzielle Führung der SBB ist und dass etwas getan werden muss. Wir haben schon vieles getan in der Vergangenheit. Das wird hier etwas vernachlässigt. Ich glaube, Sie müssten auch bei Ihren Recherchen nicht nur aus dem Führerstand filmen und mit Economy Swiss diskutieren. Dann aber wüssten Sie ja da. Dann wüssten Sie, dass wir beispielsweise Cargo, nachdem wir etwa 1 Milliarde Verlust gedeckt hatten, kumuliert, mehrfach in die schwarzen Zahlen geführt haben. Dieses Jahr liegt es wieder drin. Wir haben Immobilien so fit gemacht, dass sie mithelfen, die Schulden abzubauen. Wir haben neben dem, was Sie gesagt haben, auch noch zusätzliche Trassenpreiserhöhungen. Alleine bis heute 150 Millionen schlucken das können. Stimmt alles. Das macht die Führung der SBB recht anspruchsvoll. Genau. Und Sie wissen, anders als Unternehmen, die Sie hier sonst zu Gast haben, sind wir ja nicht ein rein gewinnorientiertes Unternehmen, sondern unsere Dividende an den Bund ist die Lebensqualität im genau, Land aber jetzt und ein Stück doch noch mal zurück zu den Schulden. Sie haben vieles gemacht und trotzdem sind eben die Schulden nicht gesunken. Sie sind unter Ihrer Ägide nochmals gestiegen. Ja, das stimmt. Da läuft doch was schief. Das stimmt. Nein, es läuft nicht was schief. Wir haben 17 Milliarden investiert in den letzten Jahren, viel in Rollmaterial, in Bahnhöfe, in Arealentwicklungen. Wir haben auch rund 3 Milliarden in die Pensionskasse der SBB eingebracht. Wissen Sie, die Alternative wäre gewesen, unsere Mitarbeitenden, 33.000, ja, die einen besseren Job machen, als sie manchmal wegkommen, hätten wir, nachdem sie schon nach der Ausgründung 25% ihrer Rentenansprüche verloren haben, noch einmal leiden lassen müssen. Das haben wir nicht machen wollen. Genau, aber jetzt doch noch mal zurück zu den Schulden, weil Sie halten auch die Vorgabe des Bundes über die Schulden nicht ein. Sie dürfen eigentlich 8 Milliarden Schulden haben, etwa, und es sind 8,8. Also wie wollen Sie auch jetzt das, Herr Lieb, herunterkommen? Das, Herr Lieb, ist nicht ganz präzise. Ja, tatsächlich ist es so, also wenn man's ganz betrieben die Verschuldung, nimmt, dass die Verschuldung etwas ist, was wir selber als SBB, dem Bund, als ein wichtiges Ziel vorgeschlagen haben. Denn wir dürfen kein Sanierungsfall werden. Gut, das ist umso schlimmer. Sie haben Ihr eigenes Ziel nicht erreicht. Ja, aber das Ziel lautet, wir müssen einen Schuldendeckungsgrad von 6,5 erreichen. In den Zielsetzungen des Bundes, ja, wenn wir es genau nachlesen, heißt es, dass auch vorübergehende Überschreitungen möglich sind. Und dies trägt dem Fakt Rechnung. Gut, aber vorübergehend ist es bei Ihnen ein Dauerzustand, nein, oder? Das trägt dem Fakt Rechnung, dass wir vorübergehend jetzt in einer stark investiven Phase sind, insbesondere für Rollmaterialbestellungen, die Sie, ich, unsere Kundinnen und Kunden ja auch so dringend herbeisehnen. Gut, aber das heißt letztlich, Sie werden diese Schulden niemals wegbringen, wenn ich jetzt das Sie so höre. Diese 8,8 Milliarden nein, werden nur noch nein, nach oben gehen. Nein, was ich Ihnen sage, ist, dass wir jetzt einen Anstieg dieser Verschuldung ganz bewusst in Kauf genommen haben. Wir sind der Meinung, dass dieser Investitionsberg sich dann abflachen wird. Und dann werden wir uns Richtung Zielschuldendeckungsgrad, wie vom Eigentümer verlangt, auf unseren Vorschlag hin, auch nähern. Und wann wird das sein? Ich könnte mir vorstellen, dass das schon nächstes Jahr der Fall sein wird. Aber lassen Sie uns heute Abend keine Ankündigung machen. Also das heißt, dann geht es runter mit den Schulden. Aber doch noch vielleicht einmal, Sie haben ja jetzt auch gewisse Maßnahmen angekündigt im letzten Monat. Ein Fitnessprogramm, 1,2 Milliarden, ja, haben Sie groß gesagt, wollen Sie einsparen. Aber am Schluss, wenn ich Ihre Kommuniqué lese, ist es dann ergebnisrelevant höchstens ein Viertel davon. Ja, das liegt eben daran, dass wir bei etwa der Hälfte unseres Geschäftes gar keinen Gewinn machen dürfen. Mhm. Wir bekommen etwa ein Drittel all unserer Einnahmen von Bund und Kantonen. Und dort nach Infrastruktur ausbauten, Durchmesserlinie, Gotthard-Basistunnel, zusätzlich bestellter Regionalverkehr, steigen die Belastungen für die öffentliche Hand stark an. Nehmen Sie den Rahmen für Betrieb und Unterhalt bei der Infrastruktur. Diese Railfit-Anstrengung, ein gewaltiges Sparprogramm für uns, dient dazu, diesen Kostenanstieg auch für die öffentliche Hand und damit für uns als Steuerzahler zu dämpfen. Also den Kostenanstieg zu bremsen, aber damit bringen Sie die Schulden auch nicht runter. Das ist richtig. Der andere Teil hilft, die Verschuldung zu reduzieren. Gut, wir werfen jetzt noch einen Blick auf das Personal der SBB und auch die Kostenentwicklung dort.
Als Verkehrsmittel sind die SBB sehr beliebt. Über 1 Million Passagiere fahren täglich mit dem Zug. Entsprechend aufgestockt haben die SBB den Personalbestand. Dort, wo es naheliegend ist, aber nicht nur dort. Von 2005 bis 2015 nahm der Personalbestand der SBB um 16% auf 33.000 Angestellte zu. Die Entwicklung war je nach Segment sehr verschieden. Bei Personenverkehr, Immobilien und Infrastruktur nahm die Zahl der Angestellten um insgesamt 33% zu. Im Güterverkehr wurden 36% des Personals abgebaut. Massiv aufgestockt wurde dagegen die Verwaltung um 315% oder 3.400 Mitarbeitende. Für uns als Wirtschaftsvertreter ist das natürlich ein grundsätzliches Thema. Die Verwaltung, Kosten steigen insgesamt überproportional zum Wirtschaftswachstum. Auch der personelle Ausbau ist überproportional zum Wirtschaftswachstum. Ein Wasserkopf, der die Kosten weiter nach oben treibt. Betriebswirtschaftlich steht das Unternehmen schlecht da. Doch die Löhne von CEO und Geschäftsleitung tangiert das offenbar nicht. Die gesamte Lohnsumme der SBB stieg von 2006, bevor Andreas Mayer CEO wurde, bis letztes Jahr um 32%. Ein Mitglied der Geschäftsleitung ohne Einbezug des CEO verdient heute im Schnitt 30% mehr. Der CEO verdient sogar 45% mehr. Wir haben Verantwortliche, die ungeheuer viel Geld verdienen. Ich mag das denen gönnen, aber dann sollen sie herstellen. Nein, also ehrlich, der Meier sollte mir mal eins auf den Lotz hauen. Das mache ich jetzt natürlich nicht einmal, weil ich bin ja gut erzogen. Das ist übrigens ich hatte den Kunden eingeladen. Er wollte nicht einen Kaffee trinken mit mir. Weil das stammt aus einem Video, das Sie selber produziert haben. Was sagen Sie diesen Motzern da jetzt? Ja, ich glaube, wir jammern in der Schweiz schon auf hohem Niveau. Ich glaube, die Ausschnitte, die Sie jetzt gewählt haben, blenden auch diejenigen aus, die sagen, also eigentlich erbringen diese Leute hier einen fantastischen Service. Ja. Jetzt haben Sie aber massiv Personal ausgebaut, vor allem eigentlich in der Verwaltung und in der Administration. Also wenn Sie neue Zugführer einstellen oder Lokomotivführer, dann regt sich ja niemand auf. Aber wenn Sie in der Verwaltung überbohren, 315%, das ist doch sehr gewaltig. Also Sie müssen die Zahlen anschauen, nicht nur die Prozentzahlen. Es ist so, 5.600 haben wir aufgebaut. Von diesen 3.000, von denen Sie sprechen, in der Verwaltung, sind alleine 2.300 Lehrlinge. Die hatten wir bisher, die hatten wir vorher nicht konsolidiert. Wir haben auch einiges an IT-Experten mit dazu eingestellt. Früher war es so, dass die IT-Firmen eher bei uns gesagt haben, was wir tun sollen. Heute steuern wir die ganz gut. Es gab auch ein paar Funktionen, die zu einem Unternehmen gehören, die nicht vorhanden waren. Die haben wir aufgebaut, eine gewisse Professionalisierung gemacht. Jetzt können wir nach der Phase der Professionalisierung auch wieder ein bisschen schlanker werden. Jetzt werden Sie wieder schlanker nach diesem Fitnessprogramm. Jetzt bauen Sie die Person wieder ab, die Sie vorher aufgebaut haben. Nein, das stimmt und überhaupt verkaufen nicht. Uns das nein, einfach als nein, nein, das ist Polemik. Das ist Polemik. Wir haben 1.000 Lokführer und Zugbegleiter aufgebaut. Wir haben 1.000 Ingenieure und Facharbeiter im Unterhaltsbereich aufgebaut, weil wir eben auch viel Nachholbedarf haben. Aber Sie haben gesagt, bei diesem Fitness, dass Sie vor allem wieder bei der Verwaltung, bei der Administration einsparen wollen. Also die Leute, die Sie da jetzt aufgebaut haben, wie wir gesehen haben, die bauen Sie zum Teil wieder. Manchmal ist es auch so, dass man nicht genau die man aufgebaut hat, wieder abbaut. Aber Sie wissen, in jedem großen Unternehmen, das ist bei der SRG genau gleich, mit der Zeit muss man mal wieder hinschauen, wo sich da alles Effizienzsteigerungen angesammelt haben, also Dinge, die man sonst nicht so sieht. Und das haben wir jetzt getan und uns auch anspruchsvolle Ziele gesetzt. Jetzt hat die Konzernleitung auch sich die Löhne erhöht. Sie haben auch eine hohe Lohnsteigerung gehabt, 45%. Ist das nicht so viel? Es ist nicht gerade so, dass sich die Konzernleitung selber bedient. Der Verwaltungsrat legt die Löhne der Konzernleitungsmitglieder fest, auch meinen Lohn. Nein, das ist so nicht ganz richtig. Also bei einigen Konzernleitungsmitgliedern ja, bei mir selber natürlich nicht. Das muss ich präzisieren. Eben normalerweise macht der Konzernchef den Vorschlag. Aber schauen Sie, es geht eigentlich auch nicht um die Löhne der Konzernleitungsmitglieder. Wir brauchen auf allen Stufen erfahrene Menschen,
Die haben einen Marktwert und bei der SBB in den Top-Etagen, wo wir super Leute haben, die arbeiten alle nicht nur wegen des Geldes. Sonst würden sie nicht bei der SBB arbeiten. Eben, aber da könnte man auch ein bisschen runtergehen, oder? Wenn sie nicht wegen dem Geld arbeiten. 45% bei Ihnen, ist das nicht doch ein bisschen zu viel? Sie verdienen jetzt doppelt so viel wie Ihre Chefin, Bundesrätin Leuthard. Ich bin aus einer anderen Funktion gekommen, habe dort mehr verdient und ich arbeite heute gerne bei der SBB. Es geht auch noch einmal, es geht nicht um meinen Lohn. Es geht um das ganze Lohngefüge. Und wir bezahlen auf allen Ebenen attraktive Löhne. Ja, wir brauchen auch die besten Leute, um die gewaltigen Herausforderungen, die Sie heute geschildert haben, auch meistern zu können. Aber jetzt müssen Sie doch Job abbauen. Jetzt haben Sie ein Jobabbauprogramm. Das heißt doch eigentlich jetzt, dass Sie vielleicht auch bei Ihnen den Lohn ein bisschen runternehmen können in dieser Zeit. Wir gehen bei niemandem an die Löhne. Wir haben andere Effizienzsteigerungspotenziale identifiziert. Ich glaube aber, eigentlich müssten wir gar nicht so sehr über Löhne und solche Dinge miteinander diskutieren, sondern wir müssten einmal etwas tiefer schürfen, Herr Lipp. Wir müssten einmal miteinander eine Sendung machen über die Mobilität der Zukunft, die gewaltigen Herausforderungen, die auch ein Economy Suisse nicht realisiert. Wir stehen unter einem gewaltigen Kostendruck von anderen Mobilitätsträgern. Unsere Kosten steigen, andere werden günstiger. Und Sie sehen, wir schauen nicht untätig zu, sondern bereiten uns vor. Wir haben das Thema für die nächste Sendung schon. Jetzt haben wir aber mal über die Finanzen der SBB gesprochen. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Und wenn Sie mit mir weiter diskutieren wollen über dieses Thema, dann auf Twitter und Facebook.